Seekrauts. Hallo Seekrauts-Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrauts-Kanal. Es ist soweit. In diesen Minuten werden wir jetzt den Gewinner für das Prämieschiff auslosen. Ich drücke euch die Daumen und wir fangen direkt an. Wir gehen nochmal ganz kurz die Teilnahmebedingungen durch, damit ihr euch auch nochmal im Kopf einen Haken machen könnt, ob ihr alles erfüllt hattet. Ihr habt den YouTube-Kanal von uns abonniert. Ihr habt kommentiert, welches Prämieschiff ihr haben wollt. Ihr habt euren World of Warships Ingame-Namen genutzt. In dem Kommentar, sodass ich auch weiß, an wen ich das Geschenk übermitteln darf. Ihr habt das Schiff, was ihr euch wünscht, noch nicht im Besitz. Dublonen dafür gibt es nämlich nicht. Und ihr habt ein öffentliches World of Warships-Profil. Sollte das nicht öffentlich sein, kann ich euch das Schiff nicht gut schreiben. Dann wird gleich wieder ein neuer Gewinner gesucht, hier in dem Video. Wir hatten 118 Kommentare und wir werden jetzt die URL hier einmal rausnehmen, oben. Und dann mal gucken, wie viele denn davon auch wirklich abonniert hatten. Jetzt sind da plötzlich nur noch 102. Also gibt es von 118 16, die nicht abonniert haben oder nicht mehr abonniert haben. Wichtig ist, dass man heute abonniert hat. Oder eben auch noch am Montag. War ja nicht ganz klar. Ich habe versprochen, am 28. oder 29. zu ziehen. Also, 102 User. Dann geht's weiter. Wir filtern die Anzahl der Duplikate. 98 einmalige Kommentare gibt es unter diesem Video. Das heißt, ihr habt jetzt eine Chance von 1 zu 98, dass ihr das Schiff gewinnt. Und jetzt geht's los. Wir ziehen den Gewinner. Wer ist es? Leon Damke. Moin. Fahre sehr gern die deutschen Schlachtschiffe und Kreuzer. Würde gern die Scharnhorst gewinnen, da sie von beiden ein bisschen ist. Ingame-Name Hydra-B7. 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 Da ist er schon. Jetzt gucken wir uns ganz kurz an. Kriegsschiffe. Was ist er denn hier schon so gefahren? Es ist ja ein Schlachtschiff. Er hat viele Schlachtschiffe. Kurfürst Gneisenau, da hat er sie noch nicht. Bayern, Kaiser, Monarch, Queen, South Carolina. Da ist die Scharnhorst nicht dabei und damit haben wir unseren Gewinner. Leon Damke, du bekommst von mir die Scharnhorst in den Hafen gestellt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich denke mal, wenn du das Video siehst, ist dein Geschenk schon angekommen. Also bitte prüfe dein E-Mail-Account auf E-Mail-Eingang. Überprüfe bitte deinen Spam-Ordner, wenn du die E-Mail noch nicht haben solltest, zu dem Zeitpunkt, wo ich hier das Video online stelle. Also, auf jeden Fall nachgucken. Solltest du ein Problem haben, irgendwas sollte nicht zugestellt werden, was auch immer, du kannst uns ganz einfach erreichen. Du kommentierst unter diesem Video hier. Du kannst uns über die Teamspeak-Adresse erreichen, die in der Beschreibung drin steht. Du kannst uns über Facebook erreichen, du kannst uns über Discord erreichen. Auf jeden Fall, wenn es ein Problem geben sollte, sag mir bitte Bescheid, dann klären wir das. Warum auch immer ein Problem geben sollte, aber ich möchte dich auf jeden Fall nochmal einladen für den Fall, dass irgendwas in der Übermittlung von Wargaming nicht passt oder was auch immer. Ich gratuliere dir und ich danke allen, die mitgemacht haben und so zahlreich kommentiert haben und uns in der Zeit auch unterstützt haben mit Ideen und so weiter. Wir haben schon wieder die nächsten Ideen. Ihr könnt also gespannt sein. Es wird immer mal wieder bei uns was mitzunehmen geben und dann vielleicht auch mal kein Schiff, sondern mal ein Container. Sowas soll ja auch recht hilfreich sein, habe ich gehört. Also, bis dahin. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Gewinnspiel oder bis zum nächsten Video hier bei uns auf dem Kanal. Haut rein. Ciao, ciao. Seekrauts.